zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Wir haben ja schon wieder August. Ich habe so ein bisschen verpasst, das Video abzudrehen, weil ich im Urlaub war. Aber ich denke mal, besser spät als nie, ne? Ihr kennt's ja. Also, diese Produkte, die ich jetzt hier aufgebraucht habe, sind quasi aus dem Juli. Und ich habe hier wieder meine blaue Tasche zusammengesammelt. Da ist jetzt auch nicht allzu viel drin, weil irgendwie, ich bin gerade mehr so auf diesem Trip halt, was so Proben aufbrauchen angeht. Das habe ich euch aber schon mal erzählt und die zeige ich euch halt nicht alle, ne? Und von daher sind halt nicht so viele große Full-Size-Produkte dabei. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Nochmal ganz kurz an dieser Stelle, falls du meinen Kanal bisher noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich sehr freuen, wenn du das an dieser Stelle nachholst. Ich habe gesehen, ich bin jetzt, glaube ich, bei, also wir sind knapp 2800 Abonnenten. Das ist unfassbar viel. Und ich finde es einfach unglaublich. Ich freue mich riesig. Und also ich würde mich so, so freuen, wenn wir jetzt dieses Jahr noch diese 3000 knacken. Also das wäre richtig, richtig klasse. Das ist immer so ein kleiner Meilenstein, ne? Wenn man irgendwie so eine 1000 halt wieder rund voll hat. Da freue ich mich dann riesig drüber. Und ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz lieb bei euch bedanken, bei meinen lieben Abonnentinnen und Abonnenten. Denn in letzter Zeit, also es ist mir wirklich sehr, sehr doll aufgefallen in letzter Zeit, dass einfach meine Videos mehr geschaut werden. Das liegt natürlich auch daran, dass es mehr Abonnenten werden, klar. Aber ihr seid auch so, im Kommentar, Fieber, was mich unglaublich glücklich macht. Ich freue mich immer so sehr, von euch zu hören, was von euch zu lesen. Und ja, da möchte ich mich einfach ganz, ganz doll bei euch bedanken. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich freue mich immer über euer Feedback oder über eure lieben Worte natürlich. Und da wollte ich euch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für sagen. Nochmal ganz kurz an dieser Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an mit meiner blauen Tasche hier. Ich greife da wie immer wahllos rein. Und ich habe hier als erstes von Balea ein Trockenshampoo. Und zwar war das die Sorte Soft Cotton. Ich liebe die Balea Trockenshampoos. Ich schaffe es jetzt tatsächlich in letzter Zeit öfters meine Haare wirklich, also es ging ja sonst meistens immer nur so alle 2 Tage, aber im Moment schaffe ich das sehr, sehr gut, meine Haare alle 3 Tage zu waschen. Dadurch, dass ich sie einfach auch viel hochstecke, dadurch hat man einfach mehr Volumen irgendwie im Haar. Die Haare liegen nicht ganz so platt an der Kopfhaut an und dadurch kommen sie nicht so stark mit diesem Kopfhautfett in Verbindung. Und ich wasche mir einen Tag meine Haare, am nächsten Tag stecke ich sie mir hoch und am dritten Tag mache ich mir dann Trockenshampoo rein. Funktioniert sehr, sehr gut. Also mal so, mal so. Also es ist schon gut für mich, das auch mal alle 3 Tage. Und am dritten Tag, wie gesagt, benutze ich dann gerne das Trockenshampoo. Und da liebe ich die von Balea. Ich finde die super. Die Isana Trockenshampoos finde ich auch gut, aber die gefallen mir noch ein bisschen besser. Und die ziehe ich auch auf jeden Fall den teureren Produkten vor. Also ich hatte eine Zeit lang auch diese originalen Trockenshampoos. Ich weiß jetzt gar nicht. Also ich hatte auch schon mal Syos gehabt, war ich nicht so begeistert von. Und Batiste. Die Batiste, also die sind auch wirklich toll, aber ich finde, die machen nicht mehr oder was Besseres als die von Balea. Und ich finde es halt auch schön, dass es immer so eine Limited Edition da gibt. Also da hat man dann auch immer noch mal so wieder einen anderen Duft. Und ja, die lassen sich gut ausbürsten. Die weißeln nicht so extrem im Haar. Kommt natürlich darauf an, wie viel du dir davon raufsprühst, ne? Aber meistens klappt das ganz gut. Ich hatte mir hier von Balea ebenfalls eine Hyaluron-Pflegelotion mal mitgenommen. Die war wirklich toll. Also die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das ist so eine 2-in-1 Pflegelotion mit Feuchtigkeitsserum. Und die ist für normale und trockene Haut. Ich habe gerade an den Beinen eine sehr trockene Haut. Und die ist sehr leicht. Die ist schnell eingezogen. Und die hat gut gerochen. Und also die hat mir wirklich gut gefallen, muss ich echt sagen. Die werde ich mir auf jeden Fall demnächst wieder nachkaufen. Ein Deo habe ich aufgebraucht von Nivea. Das war auch eine Limited Edition. Miracle Garden hieß die, mit Kirschblüte und rote Beerenduft. Die ist zwar auch sehr, sehr toll. Also ich benutze ja meistens jetzt mein Wild
Refill-Deo. Habe ich euch auch schon ein paar Mal bei Instagram was zu erzählt und gezeigt. Das ist halt eben, das bekommst du bei Wild auf der Seite. Das ist so ein wiederbefüllbares Deo, so ein Stick. Und den benutze ich meistens. Der hält auch echt den ganzen Tag bei mir an. Aber manchmal habe ich dann halt eben auch so ein Deo noch benutzt, was ich bei mir noch stehen hatte. Und das habe ich jetzt aufgebraucht und das hat mir ganz gut gefallen. Dann habe ich hier von Kneipp eine Aromapflegedusche. Oh, die hat auch so gut gerochen. Wahnsinn. Das ist Du bist wunderbar. Granatapfel und Kakao. Die habe ich in einer kleinen Geburtstagstasche von meiner Freundin gehabt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ja, ich finde auch natürlich so diese kleinen Sprüche, die da manchmal drauf sind, so unfassbar schön. Und ja, du bist wunderbar, dass du das nie vergisst. Ganz, ganz süß. Und ja, ganz lieben Dank nochmal, liebe Sinika, an dieser Stelle, falls du dieses Video siehst. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein sehr schöner Duft. Und mein Mann hat auch ein Dusch das wieder leer gemacht. Das habe ich ihm früher immer gekauft. Dusch das Noir heißt das. Und das hatte ich auch, das mochte ich so, so gerne immer riechen, wenn er geduscht hat. Und dann ist das irgendwie eine Zeit lang in Vergessenheit geraten. Und irgendwann war ich letztens bei Rossmann, glaube ich, und dann habe ich das wieder gesehen und habe gedacht, ach, das nimmst du mal wieder mit. Und ja, also das riecht echt, echt gut. Ganz toll. Eine nachfüllbare Seife haben wir aufgebraucht. Macadamia und White Lotus. Also irgendwie finde ich ja, haben diese Düfte so ein bisschen nachgelassen, diese nachfüllbaren Seifen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, keine Ahnung, aber die sind sehr, sehr schwach vom Duft. Also ihr wisst, ich bin eine Düftelige, bei mir muss immer alles gut riechen. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass die nicht mehr so dolle duften. Ja, ich habe im Urlaub natürlich einiges aufgebraucht an... Also ich finde immer so kleine Produktproben super, wenn man verreist. Und dann kann man auch immer alles gleich da lassen und bringt das nicht wieder mit nach Hause. Ne? Und von daher, ich habe auch im Urlaub meine Yuti-Augenpad-Masken verwendet. Aber die habe ich natürlich jetzt die Lernverpackung nicht wieder mit nach Hause genommen. Und zwar ist es jetzt hier die Hyaluronic Hydronic. Das war so eine Glitter-Edition von Germany's Next Topmodel. Also ich liebe die Yuti-Augenpads, die sind wirklich super. Die trage ich gerne, die habe ich bei mir immer im Kühlschrank liegen und ja, die sind super. Dann durften auch einmal wieder meine Balea Hautrein Anti-Mitesser Strips zum Einsatz kommen. Das habe ich, glaube ich, vor dem Urlaub, ich glaube so 2 Wochen vor dem Urlaub gemacht oder so. Ja, das liebe ich, ne? Ein Stirn, Nase, Kinn und die Haut ist wieder rein. Also ich finde das super, diese Mitesser-Entferner. Dann habe ich hier den Koffein Wake-Up Booster von Beautymates aufgebraucht mit Koffein und Kupferkomplex. Auch ein ganz, ganz tolles Produkt, das ich auch gerne am Morgen verwende. Habe ich auch schon wieder Nachfüll bei mir hinter mir im Schrank. Also das kommt dann demnächst wieder zum Einsatz. Jetzt gerade benutze ich morgens immer den Pore Minimizer Booster, weil ich so ein bisschen halt Unreinheiten habe. Und von daher, ja, ich benutze jetzt nicht so viel auf einmal. Und ich wechsle immer so ein bisschen, wie meine Haut es gerade benötigt. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Also, ob ihr auch immer schaut, wie eure Haut gerade ist, was sie braucht und ob ihr dann vielleicht so ein bisschen eure Pflege umstellt. Also, ich bin da immer sehr, sehr rege dabei. Ne? Also, ich teste ja, wie gesagt, gerne vieles Neues aus. Ich bin auch froh, dass meine Haut das alles so gut mitmacht. Und ja, ich gucke dann halt auch immer gerade, was meine Haut gerade so braucht. Und dementsprechend stelle ich dann auch so ein kleines bisschen immer mal meine Pflege um. Dann habe ich hier von Manhattan einen Extreme Last Eyeliner aufgebraucht. Und zwar ist es eine ganz, ganz tolle Farbe gewesen. Das war so ein Eisblau. Ja, der ist komplett leer. Da geht gar nichts mehr raus. Also wirklich ein schöner Kajalstift. Den habe ich gerne dann halt am unteren Wimpernkranz verwendet. Da benutze ich meistens sowieso gerne so farbige Kajalstifte. Und einfach so als kleines Pop-up, ne? Am Auge, dass man so ein bisschen Farbe hat und ein bisschen strahlt. Die Augenbrauen vom Rasierer von DM sind super. Also ich habe da schon ein paar Stück von aufgebraucht. Da sind immer so 3 Stück drin. Das ist so ein Dreierpack.
Und ich nehme die halt wirklich gerne, halt um hier zwischen meinen Augenbrauen diese kleinen Härchen wegzurasieren. Auch hier unter rasiere ich gerne. Also ich versuche gar nicht mehr zu zupfen, wenn dann wirklich nochmal hier so in der Mitte, wenn da jetzt so ein bisschen so diese etwas dickeren Härchen rauskommen. Ne? Die zupfe ich dann gerne weg, aber die Feinen sind super mit dem Rasierer. Und ich habe das übrigens ausprobiert. Ich habe euch ja mal vor längerer Zeit schon gefragt, um die kleinen Pflaumenhärchen aus dem Gesicht zu rasieren. Das habe ich ausprobiert und ich war begeistert. Ich war so begeistert und die Haare wachsen auch nicht schneller nach. Also man hat wirklich viel Zeit. Ich habe da wirklich viel von und die Haut ist halt wirklich einmal so, also man muss es ganz, ganz vorsichtig machen. Das ist auch nicht für jeden was. Also da, wenn du da mal Interesse hast oder so, schreib mir gerne. Vielleicht kann ich dir da Tipps zu geben oder schau auch auf jeden Fall im Internet. Also setz dich jetzt nicht einfach hin und fang an, dein Gesicht zu rasieren. Muss auch nicht. Ne? Also ich habe das wirklich mal einfach mal, ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe halt gerade hier einen sehr extremen Pflaumen, kann man sagen, so viele diese feinen Härchen gehabt. Und auch hier an diesem Bereich und auch am Kinn. Und das hat mich auch so ein bisschen halt, ja, die Härchen werden irgendwie auch im Alter mehr, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Und ich persönlich fand es halt jetzt nicht mehr schön. Und deswegen habe ich das mal abrasiert. Hat super funktioniert. Bin ich gut mit zurechtgekommen. Es hält lange nach. Und und wenn ich dann einfach irgendwann mal wieder das Bedürfnis habe, dann rasiere ich mir das wieder. Also kann ich auf jeden Fall, habe ich eine gute Erfahrung mitgemacht. Vielen Dank nochmal übrigens für den Tipp dafür. Dann habe ich hier von Lavera diese wiederverwendbaren Wattepads. Ich habe euch davon ja auch schon öfters mal erzählt. Ich habe schon ein paar Mal welche zu Hause gehabt und ich finde, die haben nie so wirklich gut funktioniert. Also ich finde, die haben immer sehr, sehr viel Produkt aufgesogen und wenig wieder abgegeben. Und ich finde, die verwende ich jetzt wirklich nicht jeden Tag, das wäre gelogen. Aber durchaus zwischendurch verwende ich die gerne mal und das funktioniert super. Also da waren ja jetzt auch nur 3 Stück drin, da bräuchte man halt eben, um die wirklich jeden Tag zu benutzen, da braucht man halt echt einen großen Schwung von. Ne? Und ich fange jetzt einfach so langsam an, die zu sammeln und von daher, ich habe jetzt schon, ich glaube, so 6-7 Stück und ich habe so ein kleines Säckchen. Wenn ich die dann benutzt habe, packe ich sie da rein und dann gehen die irgendwann mit in die Wäsche und dann habe ich wieder welche da. Ja, also funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die sind übrigens aus 100% Baumwolle und 0 Plastik. Also mit denen komme ich gut zurecht. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich bin damit mit einer unvoreingenommen rangegangen. Eigentlich eher so ein bisschen eher negativ, weil ich halt schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, so, dann habe ich hier noch ein Deo aufgebraucht von Jean und Len. Das ist so ein Deo-Balsam gewesen in der Sorte Wasserlilie. Und ich bin da ganz ehrlich, ich fand das mega schlecht. Ich fand das überhaupt nicht gut. Darum, es hat auch ewig gedauert, bis ich das aufgebraucht habe, weil ich habe es einfach immer so, ja, heute nimmst du es mal. Und also ich fand es wirklich schlecht. Das hat nicht gut gehalten. Ich bin eigentlich eher weniger jemand, der halt riecht. Aber ich finde schon, dass mich das so ein bisschen hat riechen lassen. Also ich mochte das nicht und ich bin froh, dass es leer ist. Das würde ich mir auf jeden Fall nicht wieder nachkaufen. Das war für mich leider gar nichts. Dann habe ich hier noch eine Mundspüllösung leer gemacht von Elkos Dentamax. Ohne Alkohol natürlich. Und ich sehe gerade, ich habe hier auch noch den Pore Minimizer Booster von Beauty Mates aufgebraucht. Und der ist mit Vitamin C und Niacinamide. Habe ich euch ja eben schon erzählt. Ne? Den benutze ich im Moment immer gerne morgens. Den hatte ich im Juli aufgebraucht. Habe schon wieder den neuen im Bad stehen, den ich jetzt gerade halt im Moment wieder verwende. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das schon wieder mit meinem Video. Also war doch wieder ein bisschen was. Ich denke mal, der Beutel ist gar nicht so voll, aber nun gut, man schafft ja doch immer so ein bisschen was. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle bei euch. Ich bedanke mich natürlich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und bleibt mir gesund. Passt gut auf euch auf und bis bald. Ciao.